Nach diesen Bildern vom Flug zum galaktischen Zentrum fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. Man ist geradezu sprachlos. Allerdings wäre es doch recht ungehörig, dem dadurch ausgelösten Impuls nachzugeben und einfach in Demut zu schweigen. Haben Sie also bitte Nachsicht mit meiner eher schlichten Begrüßung, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Gesprächsreihe Vis-à-vis, die vor annähernd 3 Jahren in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ihren Anfang nahm, geht es primär darum, im Dialog den Themen nachzuspüren, die namhafte Persönlichkeiten, vor allem aus der Wissenschaft, aber auch aus anderen analysefreudigen Professionen, bewegen und uns, die Zuhörer, zum Nachdenken bewegen. Heute wird dieses Gespräch zwischen Ursula Heller und Reinhard Genzel geführt. Ich darf alle, die zugeschaltet sind, herzlich dazu willkommen heißen. Der Titel über die Galaxie zum Nobelpreis verrät zwar bildhaft den Anlass für die heutige Veranstaltung, zeigt aber nicht zwingend den Weg, vor allem den Hinweg zur Galaxis auf, der dabei genommen wurde. Per Anhalter wird es, um noch eins draufzusetzen, aber wohl kaum gewesen sein. Bekanntlich gelangt auch der Gelehrte im Allgemeinen nur per aspera ad astra, also durch allerlei Drangsal zu den Sternen. Auch davon wird vielleicht in dem Gespräch die Rede sein. Bei aller geradezu erotischen Anziehungskraft, die die Wissenschaft unter Umständen bieten kann. Ich will aber nicht vorgreifen, auch keine Laudatio voranstellen. In dieser Hinsicht hat Herr Genzel in den letzten Monaten schon einiges zu hören bekommen und auch Frau Heller wird in angemessener Weise auf die Meriten des Astrophysikers zu sprechen kommen. Bevor es soweit ist, lassen Sie mich aber bitte noch eine Minute Zuflucht zu meiner eigenen Disziplin, der Sinologie, nehmen und 2 antike chinesische Gedichte zitieren, die sich in einer Weise der Himmelsbeobachtung widmen, die man trotz aller Anschaulichkeit heute möglicherweise als etwas realitätsfern einordnen muss. Das erste heißt Gipfelanstieg, stammt von Xie Ling Yun aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Mein Herz weiß ich eins mit den kahlen Bäumen des Herbstes, die Augen schwelgen in den frischen Knospen des Frühlings. Ein genügsames Leben geht dem Ende zu, im Einklang mit dem Lauf der Dinge. Nur schade, dass es keinen gibt, der mit mir fühlt, auf dass wir gemeinsam die Leiter besteigen, die in die blauen Wolken reicht. Das zweite Gedicht, Übernachtung im Bergkloster von Libon aus dem 8. Jahrhundert. 100 Fuß ragt der Turm in die Höhe, so weit, dass man von hier aus sogar die Sterne pflücken könnte. Ich aber wage es nicht einmal laut zu sprechen, aus Angst davor, die Menschen im Himmel zu erschrecken. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zum chinesischen Himmel ist der Plenarsaal der Bayerischen Akademie der Wissenschaften derzeit fast menschenleer. Wenn Sie wollen, können Sie sich aber gerne ein wenig bei uns umschauen. Unter dem Livestream sehen Sie auf Ihrem Bildschirm ein zusätzliches Fenster. Dort können Sie den Raum zumindest virtuell betrachten, von dem wir hoffen, dass er möglichst bald wieder für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden kann. Sie können auf diesem Weg aber auch die eingespielten Filme sehen. Angesichts der geradezu gespenstischen Atmosphäre hier freue ich mich umso mehr über die Anwesenheit und Mitwirkung von Reinhard Genzel und Ursula Heller.
eine der erfahrensten und pointiertesten Moderatorinnen, die der Bayerische Rundfunk aufzubieten hat. Bekannt unter anderem durch Sendungen wie die Rundschau, die Münchner Runde, Kontrovers oder 1:1. Gerade das letztgenannte Format fußt im Wesentlichen auf derselben Grundidee wie der heutige Abend, nämlich auf dem gleichermaßen entspannten wie spannenden Dialog, auf den wir uns jetzt alle freuen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Professor Möllmann. Dankeschön. Von der Galaxie zum Nobelpreis. Ein schöner Titel und ich freue mich riesig auf diese Sternstunde mit einem frisch gebackenen Nobelpreisträger. Herzlich willkommen, Professor Reinhard Genzel. Wie toll, wahnsinnig viele Menschen beneiden mich jetzt. Ja, wir wollen sprechen in den nächsten 90 Minuten, also eine verlängerte Sternstunde, natürlich über die Forschung, über das, wofür Sie diese Auszeichnung bekommen haben, jetzt im Himmel der Forscher quasi gelandet sind, um das Bild von Herrn Möllmann aufzugreifen, über das, was es noch zu entdecken gibt, über den Forschungsstandort Deutschland und natürlich darüber, was Sie eigentlich zu dem gemacht hat, was Sie jetzt sind, nämlich Nobelpreisträger. Hätte Ihnen als kleiner Bub oder als Jugendlicher jemals jemand gesagt, Reinhard, du wirst mein Nobelpreisträger, wie hätten Sie reagiert? Ich würde jetzt mal nicht gleich sagen, da hätte ich nichts von gewusst, weil ich leider erblich belastet bin, in dem Sinne, dass mein Vater bereits Physiker war. Und als mein erster Lehrer wirklich mir sehr viel beigebracht hat in der Physik und auch in meinem weiteren Lebensweg später mir wahnsinnig viel an Ratschlägen gegeben hat. Und ich will jetzt nicht abstreiten, dass da nicht irgendwann mal auch das Wort Nobelpreis gefallen ist. Denn also mein Vater war ein ganz hervorragender Forscher in der Festkörperforschung, der auch Max-Planck-Direktor war. Also insoweit auch da haben wir gewisse Ähnlichkeiten. Aber nein, sowas kann man nie vorher planen. Das ist absolut unmöglich. Aber man muss, und das ist wichtig, wirklich für die Forschung brennen. Das ist klar. Hat Ihr Vater Sie vor allem angefeuert oder war das auch so ein Wettbewerb zwischen Vater und Sohn? Nein, also ich sollte sagen, es beginnt bei mir also während der Schule so, dass ich eigentlich Archäologe hätte werden wollen. Was also ja nicht so total fremd ist. In der Tat, gar nicht. Was Sie jetzt gemacht haben. In der Tat, gar nicht. Also die Archäologie und die Astronomie in dem Sinne versuchen ja gleichermaßen sozusagen die Vergangenheit zu erforschen in verschiedener Art und Weise. Aber dann wurde klar, dass also die vieles der tollsten Dinge in der Archäologie schon hinter uns liegen und dass in der Physik doch noch vieles Neues zu tun war. Und mein Vater hat das sofort gesehen und hat mir dann sozusagen die Möglichkeit gegeben, experimentell zu forschen, sehr früh. Chemie, aber dann auch insbesondere Physik. Das klingt alles sehr selbstbewusst, was Sie erzählen. Es klingt aber gleichzeitig auch bodenständig. Das hat nicht nur mit der Schwerkraft zu tun, oder? Naja, es war so, ich glaube, das ist vielleicht ja auch hier und da eine deutsche Eigenschaft, dass man sich schon bewusst sein muss, dass man sozusagen nicht nur deshalb, weil man auf der Erde ist, nicht alles gleich bestimmen kann, sondern muss sich auch die Dinge erstmal verdienen. Typisch deutsche Eigenschaft, wie Sie sagen. Genau, Sie sind ja zwischen zwei Welten, eigentlich zwischen mehreren Welten unterwegs, intergalaktisch, extraterritorial zwischen Amerika und Deutschland, also auf vielen Kontinenten, kann man sagen. Jetzt sind Sie spätestens seit dem 6. Oktober, seit dem Tag der Verkündung, ein Superpromi. Wie fühlt sich das an? Nun ja, ich von anderen, da ich ja durchaus einige Nobelpreisträger schon vorher kannte und auch einen sehr, sehr großen als Mentor betrachten würde, als zweiten Vater, war mir natürlich schon ungefähr klar, was auf mich zukommen würde. Aber in der Hektik, in der das dann passiert ist, ab dem Anfang Oktober, das war schon erstaunlich.
Und man macht da natürlich auch Fehler, das muss man klar sagen. Auf einmal soll man zu allen möglichen Themen was sagen, wobei man vielleicht gar nicht so viel weiß. Und da muss man aufpassen. Und ich glaube, da lerne ich erst noch, wie man sich da sozusagen einen Mittelweg, einen guten Mittelweg finden kann. Schön, wenn das so eine gestandene Persönlichkeit sagen kann, dass sie noch Dinge zu lernen haben. Schön. Absolut, jeden Wunderbar. Tag. Aber diesen Promi-Status, wie wichtig ist es für die Wissenschaft, dass es da auch Stars gibt? Stars, die mitreißen, die Freude machen, die ja ein Medium sind für das Fach. Ja, ich glaube, für die Vertretung der Wissenschaften in der Bevölkerung ist es schon mal sehr wichtig, ganz klar. Aber man darf das nicht überschätzen. Es ist ganz klar, dass viele oder einige der Kolleginnen und Kollegen, die also in dieser Reihe dann sind, vielleicht dann ihre Rolle ein bisschen zu ernst nehmen und dann auch Dinge sagen, die sie vielleicht nicht sagen sollten. Aber dennoch, ich werde mein Bestes tun, die Rolle, die ich jetzt also irgendwie bekommen habe, auch auszufüllen, auch für die Forschungsorganisation, der ich sehr dankbar bin, dass ich bei ihr seit jetzt mehr als 35 Jahren arbeiten durfte, der Max-Planck-Gesellschaft, aber auch der astronomischen Gemeinschaft und meinem eigenen Team. Weil eins ist klar, diese Art von Forschung, die wir betreiben, kann man nicht alleine machen, sondern das geht nur im Team. Und mein Team hat den Preis genauso verdient wie ich auch. Jedenfalls haben Sie wahnsinnig vielen Menschen eine Freude gemacht damit, dass Sie diesen Preis gewonnen haben. Also das Interesse, die Neugierde ist groß. Wir haben es auch gemerkt an den Fragen, die wir bekommen haben. Wir beide, wir alle, die Akademie, bedauern das ja sehr, dass dieser Saal heute leer bleiben muss aufgrund von Corona. Sonst hätten wir eine Schlange da draußen, eine ewig lange Schlange. Wir haben unfassbar viele kluge Fragen bekommen. Und für die bedanken wir uns sehr, sehr herzlich. Und ich darf auch gleich sagen, Entschuldigung, also ich gebe mir die größte Mühe, viel unterzubringen, aber es wird mir wahrscheinlich nur gelingen, einen Bruchteil zu adressieren. Sind Sie uns bitte nicht böse. Herr Genzel hat alle Fragen gelesen und sich sehr darüber gefreut. Und ich fange gleich auch mit Fragen an, aber bevor wir uns auf die Astrophysik stürzen, würde ich gerne noch mal andocken bei dem, was Professor Höllmann eben hier uns verkündet hat, nämlich zwei chinesische Gedichte. Da habe ich Sie so ein bisschen beobachtet. Da sind Sie ein bisschen melancholisch geworden vielleicht, ich weiß es nicht. Sind Sie ein romantischer Typ? Kann schon sein, ja. Im Übrigen ist es so, dass ich eine humanistische Ausbildung hatte. Und ich sagte ja schon, Archäologie war immer eine Sache, die mich fasziniert hat. Oder auch die Geschichte, muss ich sagen. Und die Kultur des chinesischen Volkes ist natürlich eine Hochkultur. Und die habe ich immer bewundert, das muss ich schon sagen. Und schauen Sie denn privat auch noch gerne in den Himmel und beobachten die Sterne? Oder reicht es dann irgendwann, wenn man das dienstlich tut? Also da gibt es keinen Unterschied, wissen Sie. Also der Punkt ist auf dem Niveau, auf dem ich arbeite, ist es wie ein Profisportler, wenn Sie so wollen. Man ist der Sache einfach vollkommen damit verbunden und da kann man nicht einfach abschalten. Das sind Dinge, die einem dauernd bewegen. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge. Ich lese gerne Bücher oder ich gehe in die Berge, soweit es mir möglich ist. Also es ist nicht so, dass man nur ganz eingleisig ist, aber dennoch, also es ist sicherlich toll, was in der Welt alles da ist, was noch zu erforschen ist. Also die Neugierde bleibt. Absolut. Oder die wächst vielleicht sogar noch mit zunehmendem Alter. Absolut, das ist nur eine Frage, wie lange man in der Lage sein kann, als Mensch, sozusagen vom Geistigen her oder auch vom Körperlichen her, da noch mitzumachen. Und das wäre mir eine Freude, wenn das noch weiter ginge. Das wünschen wir Ihnen von Herzen. Apropos Romantik, da kommt die erste Zuschauerfrage und die kommt von der 6-jährigen Greta, die jetzt hoffentlich noch wach sein darf, Greta. Ja genau, hoffentlich gut verhandelt zu Hause. Kann man sich wirklich was wünschen, wenn man eine Sternschnuppe sieht, Herr Genzel? Fürchte ich nicht. Also ich sehe das nicht so sehr. Also ich meine, man kann sich immer einen Wunsch stellen und damit mit diesem sozusagen Wunsch dann versuchen, etwas zu erreichen. In dem Sinne ja. Aber man kann nicht darauf hoffen, dass da irgendjemand ist, der das zur Kenntnis nimmt und dann sozusagen das erfüllt. Das würde ich nicht.
zu sehen. Das ist ein bisschen desillusionierend. Bis zum Beweis des Gegenteils könnte man doch eigentlich dran glauben. Ja, na gut, also klar, das ist, da würde ich nicht widersprechen. Man kann immer Wünsche, sollte Wünsche haben. Und ich sagte ja auch in der Forschung, wenn man nicht für die Dinge brennt, ja, also sie haben will, dann wird man sie auch nicht bekommen können. Ja. Das ist aber trotzdem, ich möchte sagen, also unterschiedlich von einem Abgeben eines Wunsches für ein Weihnachtsgeschenk. Also so geht es nicht. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie eine Sternschnuppe sehen? Ist das, hat das auch noch Magie? Also ich bin da ja, aus dem Häuschen. Natürlich, es gibt also eine einzelne Sternschnuppe vielleicht nicht, aber wenn man in einen dieser Showers kommt, also in dem sozusagen eine ganze Reihe, das ist schon beträchtlich, weil das ist natürlich ein tolles Phänomen, wenn da auf einmal innerhalb von einer Stunde oder zwei vielleicht 10 Sternschnuppen da runterkommen. Das erlebt man in Deutschland leider weniger. Leider weniger, man muss es halt in den Bereichen, in den Breiten sehen, wo es halt vorkommt. Ja. Genau, wo es nicht so viel Kunstlicht gibt und man dem Himmel irgendwie näher ist, oder? Nach Ihnen ist sogar ein Asteroid benannt. Haben Sie den schon mal gesehen? Nein, gestehe ich, habe ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es von dem also irgendwelche also Bilder in dem Sinne, dass es also aufgelöste Bilder sind, gibt. Ja. Aber ein gutes Gefühl, dass der da oben rumkreist, solange er ihn nicht auf den Kopf fällt. Da gehe ich mal davon aus, ja. Herr Genzel, 6. Oktober, ein Wahnsinnstag. Als Sie wussten an dem Tag, heute ist der Tag, an dem der Preisträger für Physik, der Nobelpreisträger, verkündet wird. Wie sind Sie aufgestanden morgens? Haben Sie schon gedacht, da tut sich was? Da nein, sich was absolut nicht, absolut nicht. Ich sage Ihnen, warum. Es ist so, dass ich hatte vor bereits jetzt 8 Jahren einen hohen Preis der Schwedischen Akademie bekommen, der sogenannte Crafoord-Preis, der im gewissen Sinne der Nobelpreis ist für die Felder der Forschung, die keinen Nobelpreis haben. Wir müssen uns ja bewusst sein, dass wir feiern die Nobelpreisträger als sozusagen den höchsten Preis. Aber wir müssen uns auch klar sein, dass im heutigen Umfeld diese Felder, die dort benannt sind, ja nur ein kleiner Bruchteil der wirklichen Forschungslandschaft sind. Also es ist wohl bekannt, dass die Mathematik keinen Nobelpreis hat, nicht wahr? Ja. Und eigentlich Astronomie auch nicht. Und das war teilweise ein Wunsch von Herrn Nobel selbst. Und es ist auch eine schwierige Frage, wie man das weiterentwickeln möchte. Wie gesagt, die Schwedische Akademie hatte mir damals diesen tollen Preis gegeben. Und damit war für mich die Sache eigentlich in dem Sinne klar. Und da war auch kein Problem. War das so zweischneidig dann, dass Sie sich gedacht haben, den Preis habe ich, aber den anderen kriege ich dann nicht? Für einen Moment, aber ich habe da kein Problem mit gehabt. Ich habe wirklich, wenn Sie bei mir nachschauen, genügend viele Preise gekriegt. So eine lange Latte in der Biografie. Das war kein Problem. Ja. Hinzu kam, dass also gerade in den letzten fünf Jahren, die astrophysikalische Forschung in einem breiteren Sinne mehrfach gewürdigt worden ist und sogar im letzten Jahr. Und es ist absolut sozusagen unwahrscheinlich, dass dann das Feld im nächsten Jahr nochmal kommt. Also da kann man jetzt lange drüber reden. Wäre ich in der Lage gewesen, nach Stockholm zu reisen, wäre das eines der Themen, was ich gerne mit den Kollegen in der Nobel Foundation mal besprochen hätte. Ja, da ich selber auch im Moment der Chair, also der Vorsitzende eines großen Preiskomitees bin in Asien, des Shaw-Preises, weiß ich wohl, dass man da eine Reihe von Rahmenbedingungen natürlich betrachten muss. Auch so ein Proporz wahrscheinlich. Ja, Proporz, aber man will ja natürlich auch nicht nur einseitig in einige Richtungen gehen. Es gibt ja beliebig vieles Neues und Tolles. Und normalerweise geht man dann sozusagen in die verschiedenen Richtungen auch mal. Also insoweit war das beliebig unwahrscheinlich. Nein, ich habe nicht dran gedacht. Und als der Anruf kam... Und das müssen wir uns jetzt bitte nochmal erzählen. Ich weiß, dass viele Leute das verfolgt haben und auch schon ganz oft gehört haben, aber diese Geschichte ist so schön. Ich kann die nicht oft genug hören. Und dieses Strahlen von Ihnen, das hat sich wirklich so eingebrannt. Sie waren in einer dieser vielen Zoom-Konferenzen. Ja, ich war in der Welt, in der wir zurzeit oft sind, in der man ja in einem gewissen entrückten, nicht sehr guten Geistesstadium ist, auf einer Zoom-Konferenz.
für die Max-Planck-Gesellschaft und da klingelte also dann das Telefon und ich habe also dann abgenommen und dann hat es eine Weile gedauert und dann sagte also eine Stimme, this is Stockholm. Und dann bat man mich mal doch kurz zu warten. Und ich habe also dann gedacht, Mensch, was ist denn jetzt los? Versteckte Kamera? Ja, also, das kann da gar nicht sein. Ja. Aus den Gründen, die ich ja jetzt gerade schon geschildert hatte. Und dann aber kam der Sekretär des Nobelpreiskomitees ans Telefon und hat dann die Entscheidung mitgeteilt. Und also ich war wirklich baff. Ich wusste auch eigentlich am Anfang nicht, was eigentlich los war. Man hat mir dann gesagt, ich soll bitteschön nichts sagen bis zur öffentlichen Verkündigung, die also dann 10, 15 Minuten später war. Ich weiß, dass ich dann den Kollegen der Max-Planck-Gesellschaft, auch dem Vizepräsidenten gesagt habe, ich müsste jetzt mal raus aus der Konferenz. Man möge ja mal in 15 Minuten im Fernsehen nachschauen. Ja. Das war ganz lustig. Herr Genzel, wir sehen Sie jetzt hier die ganze Zeit strahlen. Also Sie sind ja so ein leutseliger, gemütvoller Mensch. Wie schafft man es da, dann so eine Nachricht ja, irgendwie für sich als Geheimnis zu behalten, auch wenn es nur 15 Minuten sind? Ja, habe ich auch nicht getan. Ich habe ja, sozusagen gleich weitergetüttelt. Aber ich bin dann in den, wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade ein Gruppenmeeting, da bin ich da reingegangen und habe, also so weiß, also haben mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das dann mitgeteilt. Ich habe dann irgendwie gestottert, sowas wie, jetzt schaltet doch mal den Fernseher an und guckt euch das an. Ja, und keiner wusste, worum es eigentlich ging, weil ich ja nichts sagen durfte, nicht wahr? Also, nee, also ich war da schon erstaunt und auch sicherlich hat es eine Weile gedauert, bis mir klar war, was dann passiert ist. Aber dann natürlich macht das alles keinen Unterschied. 10 Minuten später klingelt das Telefon dauernd und dann ist man beschäftigt für die nächsten 2 Monate, ja. Ja, und das haben wahrscheinlich alle. Bundeskanzlerin angerufen, nehme ich an. Hat sie auch getan. Bundespräsident. Ja, ja. Haben Sie dann eigentlich, die Bundeskanzlerin ist ja eine Kollegin von Ihnen. Ja, und ich bewundere sie auch sehr. Haben Sie gefasst? Wir wollten auch, sie hatte auch eigentlich vor, dass wir zusammen ein Abendessen haben sollten im Dezember. Mhm. Das ist leider ausgefallen, aber sie hat mir gesagt, sie wird versuchen, das nochmal vielleicht in der Zukunft zu tun. Das ist natürlich der Nachteil jetzt gewesen, dass also nach Stockholm ist man sozusagen nicht gekommen. Und, aber das muss ich schon sagen, also die Verleihung, die dann für mich hier in München stattfinden konnte, die war toll. Herr Genzel, also, davon haben wir ein Bild, das wäre vorbereitet. Alle, die jetzt über die 360-Grad-Kamera uns verfolgen, die mögen bitte mal zoomen hin auf diesen Monitor. Da sehen Sie das Bild, wie Herrn Professor Genzel in der Bayerischen, wo war das, Staatskanzlei, genau, der Preis verliehen wurde. Und zwar von Captain Söder, also von Ministerpräsident Markus Söder, der ja bekennender Star Trek-Fan ist, Trekkie, und der sicherlich ja irgendwie angedockt hat und wissen wollte, was Sie so mit Star Trek und so weiter am Hut haben, oder? Ja, ja, mein Problem war, dass ich eben kein Star Trekkie bin. Und er hat dann was, also das erzählt, das war sehr begeisternd, aber mir war nicht ganz klar, worüber er eigentlich geredet hat. Aber das werden wir sicherlich noch hinkriegen. Und Sie haben ja am Telefon neulich erzählt, dass Markus Söder so Bewegungen gemacht hat, die Sie auch nicht entschlüsseln konnten. Können Sie, wie war das? Na, das ist der Gruß. Dieser Gruß, ich weiß es nicht. Nun hat Herr Höllmann eben angesprochen, das Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Haben Sie das denn gelesen? Oder war das, ist das so alles an Ihnen vorbeigegangen? Das ist mir bekannt, aber das habe ich nicht gelesen. Auch nicht. Nein. Sehr interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, also das wäre so auf Ihrem Lebensweg. Ja, da haben Sie recht. Ich gestehe, dass diese ganze Star Trek, Star Wars und so weiter Kultur mir nicht so wahnsinnig bedeutsam war. Also, wie ich sagte, Geschichte. Das sind also Bücher über Geschichte und auch ja, über das Altertum waren da für mich eigentlich interessanter. Aber was sagt das aus über die Menschen, die sich dafür so begeistern? Ist das nicht letztlich auch eine Werbung für das, was Sie machen?
Dass es da so eine Fangemeinde gibt? Absolut, natürlich, klar. Und man sieht das ja auch in dem Sinne, dass für viele Menschen die Mondlandung, für mich ja auch, ja, ein ganz bedeutsames Ereignis war. Also ich weiß auch jetzt noch, und die Älteren unter Ihnen sollten das eigentlich sich selber fragen, wissen Sie da nicht genau noch, was Sie an dem Tag gemacht haben? Ja. Natürlich weiß ich es. Ja, jede Minute. Ja. Und dieses Ereignis, auch diese, sagen wir mal, tolle Leistung, die damit verbunden war in Amerika, ist schon eine Glanzleistung der Menschheit gewesen, das muss man sagen. Also und hat damit natürlich der Forschung sehr viel Positives gebracht. Denn also in Amerika zumindest war das Beginn einer Zeit, die eine ressourcenmäßige Aufwuchs in der Forschung, in der naturwissenschaftlichen Forschung gebracht hat, die seinesgleichen sucht. Also davon sind wir ja jetzt leider sehr weit entfernt, aber damals war das eine tolle Sache. Da war Amerika damals auch euphorischer und wissenschaftsbegeisterter, als wir das je waren, oder? Ja, sicherlich, ja, klar. Noch mal ganz kurz zurück zu diesem 6. Oktober, dem Tag der Verkündung. Da waren Sie durch unglückliche Umstände allein zu Hause. Ihre Frau, die auch Professorin ist, Ärztin, Kinderärztin, war bei der Tochter, bei einer der beiden Töchter, nämlich in Holland. Sie waren also ganz alleine. Kann man da eigentlich schlafen dann nach so einer Nachricht? Na gut, also ich war ja auch mit Ihnen und im Fernsehen bis relativ spät beschäftigt, also was weiß ich, 8.30 Uhr, 9 Uhr am Abend und bin dann nach Hause gefahren, wusste aber, dass ich sozusagen in meiner zweiten Dienststelle, in meiner zweiten Heimat in Kalifornien dann gleich weitermachen würde. Und das war ganz lustig, weil dort, hat man sich dann über den Tag geeinigt, würde dann eine weitere Zoom-Veranstaltung stattfinden mit der Kanzlerin und vielen Professoren und was weiß ich und so weiter und so fort. Und dann klappte der Zoom nicht. Mein Gott, da sieht man mal wieder, wie weit das heutzutage ging. Und am Ende ist es also wirklich fantastisch gewesen, weil meine Frau und meine jüngere Tochter in Nijmegen haben also dann den Zwischenkontakt gemacht. Ich habe also denen sozusagen mit denen geredet und die haben also dann über Telefon dann in Amerika weiter und das war also schon erstaunlich. Im Endeffekt war es mein eigener Fehler, weil ich den Computer nicht richtig eingerichtet hatte, aber es war schon abenteuerlich. Aber ist das nicht wieder irgendwie bezeichnend, dass man irgendwie so wissenschaftliche Höchstleistungen gestemmt kriegt, Quantenphysik, alles Mögliche und dann aber häufig so an den Kleinigkeiten, mir ging es heute mit dem Drucker so, an so Kleinigkeiten natürlich, sich die Zähne ausbeißt? Ja, natürlich, klar. Sie haben jetzt eben Amerika angesprochen, Ihre zweite Heimat quasi, sollten wir vielleicht kurz erklären. Sie sind viele, viele Jahre wo überall gewesen, sagen Sie es selber? Ja, also wir sind 1978 nach Amerika, nach meiner Doktorprüfung nach Boston an das Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Meine Frau hat dort auch dann ihre Ausbildung, ja, ihre Arztausbildung sozusagen abgeschlossen. Für sie war das sehr viel schwieriger als für mich, weil natürlich in Amerika mein Doktortitel sofort anerkannt war. Aber ihr medizinischer deutscher Doktortitel war nicht anerkannt. Das heißt, sie musste dann erst nochmal eine amerikanische Prüfung durchführen, was durchaus auch anstrengend war. Also so fingen wir an. Dann kam unsere erste Tochter in Boston zur Welt. Und zwei Jahre später ging es dann nach Kalifornien, nach Berkeley an die Universität, wo ich dann also bei einem sehr berühmten Physiker als Postdoc am Anfang und dann später als Kollege in der Fakultät gearbeitet hatte. Also wir waren als Familie und dann kam unsere zweite Tochter in Berkeley zur Welt. Wir waren also zusammen bis 1985, 86, dann bin ich jetzt zurückberufen worden nach München, aber die Familie ist also sozusagen noch mal länger dort geblieben bis 86, 87 und dann sind wir alle sozusagen zurück, haben aber diesen Draht nie verloren und eigentlich, das muss ich gestehen,
Ende der 90er Jahre, da werden Sie sich erinnern, da war in Deutschland vielleicht so eine gewisse Eurosklerose. In dem Sinne, dass es wirtschaftlich ging es nicht ganz so gut und wir hatten Probleme. Da habe ich mir durchaus überlegt, doch nochmal, ob ich nicht nach Amerika zurückgehen Über kann. Amerika reden wir gleich noch ein bisschen, Ihre zweite Heimat. Jetzt haben wir Sie als Mensch so ein bisschen schon beschnuppern können. Jetzt kommen wir zu dem, da fiebern jetzt alle Leute mit, zur Astrophysik, zu dem, was Sie erforscht haben, wofür Sie den Preis bekommen haben. Und da kommen jetzt gleich dann viele Fragen von sehr neugierigen Menschen. Ich würde erst mal gerne noch mal anfangen mit dem Titel unserer Veranstaltung über die Galaxie zum Nobelpreis. Das klingt nach einer ziemlich weiten Reise, oder? Nach einer langen Reise vor allen Dingen. Ja, es war auch eine lange Reise. Und es fing, das Ganze fing also an vor 100 Jahren mit Albert Einstein. Einstein hat ja damals Ende 1915, Anfang 16 seine allgemeine Relativitätstheorie nach langer, schwieriger Arbeit. Also man stellt sich ja den Einstein immer so vor, der hat das da ganz so mal schnell im Kämmerchen so ein paar Monaten überhaupt nicht. Der hat nach der speziellen Relativitätstheorie 10 Jahre lang gekämpft, um die Vereinigung, also der relativistischen Effekte mit der Gravitation hinzukriegen und eine neue Theorie nach Newton, sozusagen die über das Newtonsche Bild hinausging, zu erschaffen. Und dieses Werk kam also dann 1915/16 raus, aber das ist erstmal eine rein mathematische Formulierung der ganzen Sache und sehr schwierige Formulierung. Das heißt also, die Art anzuwenden war keinesfalls einfach. Es gab dann also in einem Jahr, als im nächsten Jahr die erste Lösung der Gleichung, und da kamen bereits die schwarzen Löcher als eine der möglichen Lösungen vor. Ja? Und diese Schwarzschildsche Lösung, wie wir sie nennen, war sozusagen der erste Punkt. Aber, also jetzt haben wir 1916, und die ersten Tests der allgemeinen Relativitätstheorie waren ja gleich erfolgreich. Dadurch wurde er ja innerhalb von wenigen Jahren so berühmt, dass sozusagen Tests, die im Sonnensystem möglich waren und die Merkursche Periheldrehung, die Lichtablenkung, das war ja messbar auf einmal. Und dadurch hat man also wirklich so das Gefühl gehabt, wow, hier hast du also eine Theorie und dann sofort gehst du hin und kannst die bestätigen. Aber dann hat es dann noch mal erst mal 50 Jahre gedauert, bis man also sozusagen auf diese schwierigeren Elemente und aber noch bedeutsameren Elemente der Theorie wirklich experimentell eingehen konnte. Also das heißt, eigentlich haben Sie seit 50 Jahren sich damit beschäftigt? Naja, ich nicht. Also jetzt, ich hatte erstmal, wenn Sie so wollen, das war der Prolog, der die Generationen vor mir angeht. Mhm. Ja, und dann war es also dann in den 60er Jahren so, dass also die sogenannten Quasare entdeckt wurden von den Radioastronomen, und das stellte sich heraus, waren sehr weit entfernte, offensichtlich sehr weit entfernte, extreme helle Objekte, und die Energieproduktion in diesen sehr kompakten Objekten hat den Theoretikern immenses Kopfzerbrechen gebracht, weil es nicht klar war, wie man das hinkriegen könnte. Und da kam auf einmal, wenn Sie so wollen, die Idee auf, aha, vielleicht könnten das schwarze Löcher sein, auf die Materie einfließt. Und bevor also die Materie für, also hinter dem sogenannten Ereignishorizont verschwindet und damit nicht mehr sichtbar ist, wird sehr viel Energie produziert. Und diese Theorie war also sozusagen, wenn Sie so wollen, Anfang 70er Jahre relativ schon populär, aber das nächste war natürlich, das ist jetzt eine Theorie, ja, das ist ein Vorschlag, das ist eine Hypothese. Wie kann man sowas hinkriegen? Und das kann man also bei den Quasaren selbst nicht hinkriegen, weil die so weit entfernt sind. Man muss die Gravitation messen. Und da muss man Objekte haben, die näher dran sind. Und dadurch musste erst mal darüber nachgedacht werden von den Theoretikern, kann das vielleicht sein, dass diese schwarzen Löcher auch in näheren Galaxien oder dann gar in unserer eigenen Galaxie ist? Und wenn das dann der Fall wäre, wie könnte man dann sozusagen zu dem experimentellen Schluss kommen? Und das begann dann
In den 70er Jahren, als ich also dann sozusagen langsam als Doktorand anfing. Also in der Kalifornischen. Nee, das war noch in Deutschland. Ich war dann am Ende, Ende der 70er Jahre zu dem Nobelpreisträger Charlie Townes gekommen, der also damals anfing, diese Art von Forschung zu betreiben im Zentrum unserer Milchstraße. Das war der Beginn. Und jetzt haben wir immer noch 40 Jahre bis heute. Ja, also, ja krass. Ja. Ja, das ja, heißt also 100 Jahre und davon 40 Jahre, ist das eine ganze lange Zeit. Es ist schon interessant, dass Albert Einstein ja vor ungefähr 100 Jahren seinen Nobelpreis bekommen hat, 1922, und Sie jetzt 1920. Also auch irgendwie so Parallelität oder Geschichte interessant jedenfalls. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, würde ich gerne noch eine Kinderfrage an dieser Stelle platzieren. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit kommen die Kinderfragen als erste. Und zwar Kimi, ein Bub von 7 Jahren, der interessiert sich total für das Weltall und hat uns geschrieben. Und er bittet Sie jetzt einfach nochmal so für alle verständlich, das schwarze Loch zu erklären, was das überhaupt ist, Herr Professor Gense. Ja, Kimi, also das ist also eigentlich einfach, aber dann muss man also erstmal doch noch wissen, dass in der Physik klar ist, dass Information mit einer maximalen Geschwindigkeit übertragen werden kann. Und das ist die Lichtgeschwindigkeit. Also das Licht breitet sich aus mit einer sehr hohen, aber endlichen Geschwindigkeit. Und es gibt nichts, was wir wissen, keine Information, keine irgendwie geartete Strahlung, die sich schneller als die Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Und die Großtat von Albert Einstein war zu sagen, dass sozusagen auch das Licht sich nach der Gravitation richten muss. Und wenn jetzt man sich vorstellt, wir haben die Erde und wir schießen also jetzt eine Rakete von der Erde in den Weltraum, dann wissen wir, hast du ja vielleicht selber gesehen, dass die so eine Rakete muss mit etwa 11 Kilometer pro Sekunde hochgeschossen werden, damit sie also weg von der Erde in den Weltraum kommt. Mhm. Wenn aber jetzt man sich mal vorstellen würde, dass die Erde kleiner würde, die mit der gleichen Masse, aber immer kleiner wird, dann wird die Schwerkraft größer. Und wenn man sie noch kleiner macht, noch größer. Und das heißt also, diese Fluchtgeschwindigkeit der Rakete, dieser hypothetischen Rakete einer kleineren Erde, müsste noch größer sein. Und wenn man im Gedanken die Erde auf 1 Zentimeter zusammenpresst, dann kann man sich mit Einstein oder Newton ausrechnen, dass die Geschwindigkeit der Rakete die Lichtgeschwindigkeit sein muss. Und das geht eben nicht. Und dann hat man ein Paradox. Und das kann man nur dadurch auflösen, wenn man sagt, wenn es solche Objekte gibt, deren Fluchtgeschwindigkeit, also im Sinne der Rakete, größer oder gleich der Lichtgeschwindigkeit ist, dann werden die in dem Sinne abgetrennt, werden sie zum schwarzen Loch. Information von innen drin kann nicht zu uns gelangen. Mhm. Vielen Dank. Toll erklärt. Also klar, muss man noch weiter drüber nachdenken als Kind, denke ich, und vielleicht nochmal auch jetzt kann man natürlich, wollen. Der Mensch ist natürlich sofort, natürlicherweise aus dem Neugierde, das macht uns ja zum Menschen, gedrängt zu fragen, ja, aber was ist denn da innen drin? Genau. Und das ist die Problematik. Das ist die Problematik, die uns heute, 100 Jahre nach Einstein, immer noch so gefangen hält in der Faszination an diesem Thema. Weil jetzt wir gelernt haben, in den letzten 100 Jahren, also mathematisch gibt es diese Objekte, jetzt durch unsere und die Arbeiten von anderen, also auch zum Beispiel der Gravitationswellenforschung, wissen wir, dass es solche Objekte mit an großer Wahrscheinlichkeit im Weltall in verschiedenen Formen gibt. Und die Frage ist aber, was ist denn innerhalb dieser Verhüllung, innerhalb dessen, also das Licht nicht mehr rauskommen kann, was ist denn da innen drin? Da sagt die Theorie etwas voraus. Sie sagt nämlich, dass nichts, was sozusagen mal in diesen inneren Bereich, diesen Ereignishorizont hereinkommt, aufhaltbar ist. Es muss unweigerlich zum Zentrum hin und dadurch, dass wenn man ein solches schwarzes Loch sich vorstellt, wenn da immer wieder weiter Materie einfließen würde, dann bedeutet das, dass in diesem zentralen Punkt
sich eine unendlich hohe Dichte aufbaut. Vielleicht können wir das mal illustrieren. Wir haben einen Film vorbereitet von der europäischen Südsternwarte, von der ESO, der vielleicht auch Ihre Forschungsarbeit illustriert. Also die 360-Grad-Zuschauer mögen jetzt bitte noch mal wieder zum Monitor hinzoomen. Alle anderen sehen das sowieso. Da schauen wir uns den Film an und Sie sind so freundlich, uns da ein bisschen mitzunehmen auf diese kleine Reise und das Video zu kommentieren, Herr Professor Genzel. Das wäre schön. Super. Also los geht's. Wir starten in den Film. Ja, also hier sind wir jetzt in Nordchile. Sehen, das ist eine Wüste, die Atacama-Wüste. Und die ist, was die Astronomie angeht, eine der wichtigsten Orte, in der wir unsere Forschung machen können, gerade weil so klare Verhältnisse sind. Und die Europäische Südsternwarte, mit der wir eng zusammengearbeitet haben seit vielen Jahren, hat dort, was das wirklich beste und größte Observatorium der Welt im optischen Bereich ist. Sie sehen diese vier riesigen Dinger. Das sind 4-8 Meter große Spiegel. Wir sehen ja hinten da diesen Hauptspiegel, wo das Licht, das optische Licht aufgefangen werden kann und dann im Endeffekt über weitere Spiegel zu einem gemeinsamen Sensor, einem Detektor gebracht werden kann. Und mit solchen Spiegeln kann man eben weit ins Weltraum schauen und auch, wenn sie so groß sind, sehr genau genaue Bilder machen. Und eine der tollen Dinge hier, es sind Vierer, wie Sie sehen. Ja, und es gibt nicht nur die 8-Meter-Teleskope, es gibt auch kleinere Teleskope. Das sind diese kuppelartigen Dinger, 2-Meter-Durchmesser-Teleskope. Und was wir geschafft haben mit der ESO zusammen in den letzten 10 Jahren, ist jetzt diese großen Teleskope sozusagen zusammenzuschalten. Mhm. Wenn man sozusagen aus Vieren eins macht, indem man das Licht zusammenbringt, was technisch hochanspruchsvoll ist, weil das Licht eben eine kurze Wellenlänge hat, dann hat man dort ein Teleskop mit einem Durchmesser von mehr als 100 Metern. Und mit diesem Riesenteleskop, was wir in der Naturwissenschaft noch nie hatten, kann man sozusagen eine Euro-Cent-Münze auf dem Mond auflösen, sozusagen. Ja? Und das hat uns in die Lage versetzt, eben im Zentrum unserer Milchstraße, die etwa 26.000 Lichtjahre weit entfernt ist, also das kann man sich kaum vorstellen, so genau und so präzise die Position und dann über die Zeit die Bewegung von Sternen zu vermessen. Sie sehen hier diese Zeitrafferaufnahme. Mhm. Das sind verschiedene Messungen über Monate hinweg, über Jahre hinweg. Das haben wir also 30 Jahre jetzt betrieben, diese Messungen, um damit zu vermessen, wie die Sterne sich dort bewegen. Und wenn dort eben ein solches schwarzes Loch im Zentrum ist, dann wird das schwarze Loch wie die Sonne im Sonnensystem sozusagen der Punkt sein, um das sich alles drehen muss. Und darum geht es, ja, um diese Bewegung. Wir schauen uns das gleich nochmal an in einem zweiten Film, wo wir wirklich dann der Milchstraße ganz nahe kommen und dem Schwarzen Loch und den Tanz der Sterne auch sehen. Wie ist denn das, was also diese gigantomanischen Teleskope uns da zeigen können? 100 Meter Durchmesser, das ist ja unvorstellbar. Das ist ja unglaublich, die Dimension, das ist hier wie der Saal so ungefähr, oder? Ja, nun, man kann im Moment noch kein zusammenhängendes Teleskop machen, sozusagen. In der Tat, die ESO baut im Moment an einem Teleskop der neuen Generation mit 40 Meter Durchmesser. Also sozusagen, das wäre wirklich ein Spiegel, in dem also verspiegelt 40 Meter Durchmesser ist. Ja, aber was wir hier machen, wir nehmen also diese Einzelteleskope, aber schalten sie optisch zusammen sozusagen. Und das können Sie aber von Garching aus mitverfolgen? Das kann man von Garching aus mitverfolgen, aber die Technik ist so komplex, dass es angeraten ist, dass die Experimentatoren vor Ort sind. Also wir ziehen es eigentlich vor, was wir im Moment leider nicht tun können. Das wollte ich gerade sagen, Sie schaffen wahrscheinlich dort hinzufahren. Im Moment, also nachdem Covid uns leider in Chile für 9 Monate flachgelegt hat, das muss man sagen, keine Messung in der Gesamtastronomie in Chile, machen die Observatoren jetzt langsam wieder auf.
Und wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen zum ersten Mal wieder mit diesem Gerät gemessen, von Garching aus. Das heißt, also in Chile betreiben die ESO-Astronomen das für uns und wir sagen denen sozusagen, was zu tun ist. Also telematisch fast. Ja, wenn man ist sozusagen über ein Zoom-System miteinander verkoppelt. Ja. Vielleicht können wir den zweiten Film zeigen, in dem wir dann wirklich jetzt in Richtung Milchstraße abtauchen, uns hinbeamen. Da ist er genau. Das ist der also Film. Unsere Sonne ist, und Sie sehen, wir wissen ja, die Milchstraße sieht aus unserer Sicht wie eine Scheibe von der Seite aus. Ja, deshalb ist es so ein Strich. Das ist, weil wir in einer Scheibengalaxie leben, und zwar in den äußeren Teilen. Und das Zentrum unserer Milchstraße ist also 26.000 Lichtjahre entfernt. Und wir fliegen jetzt rein. Das sind echte Bilder, sollte ich sagen. Also es ist keine sozusagen Erfindung. Keine Animation. Ja, es ist eine Animation. Nun, man sieht diese schwarzen Bereiche. Das ist Staub, interstellarer Staub, der das Licht verschwächt. Um einen Riesenfaktor. Das heißt, wir müssen im sogenannten Infrarotbereich messen, bei etwa viermal der Wellenlänge des optischen Lichtes. Dort können wir also dann die Sterne messen und wir machen dann diese scharfen Bilder und über die Zeit hinweg können wir dann die Bewegungen sehen. Am Anfang sieht das aus wie sozusagen eine Geschwindigkeit, aber dann, wenn man lange, lange, lange misst und viel Geduld hat und noch besser misst, und das sind halt viele technische Neuentwicklungen nötig gewesen, konnte man dann sehen, dass einige dieser Sterne ganz offensichtlich auf Bahnen herumlaufen, um einen Punkt herum. Und ein Stern insbesondere hat eine Bahn von sage und schreibe von nur 16 Jahren Umlaufzeit. Ja, also es ist wie im Sonnensystem. Was lässt sich aus diesem Tanz der Sterne, den man da ja ein bisschen erahnen konnte, was lässt sich da ablesen? Man kann sofort die Masse messen. Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, schon klar im Sonnensystem. Wenn Sie sich vorstellen, in der Mitte haben Sie die Sonne. Wir wissen seit Kepler und Tycho Brahe, dass also die Planeten sich um die Sonne herum bewegen. Und jetzt, wenn wir jetzt mal in Gedanken die Sonne abschalten würden, sodass kein Licht mehr da wäre, aber wir trotzdem noch Messungen der Bewegungen der Planeten hätten, dann müssten wir glasklar darauf schließen, dass im Zentrum unseres Sonnensystems ein Objekt sitzt mit einer Sonnenmasse. Allein über die Bewegung der Planeten. Und das ist einfach sozusagen die Stärke der Gravitation, führt dazu, dass die Planeten bei einem bestimmten Abstand eine bestimmte Geschwindigkeit haben, wenn sie im Zentrum eine bestimmte Masse haben. Und damit können wir die Masse messen, ohne dass wir das Objekt selber sehen können. Und je näher man dann an das Objekt herankommt, und wir haben halt das Glück gehabt, dass die Natur uns einen Stern gegeben hat, der auf Sonnensystemskalen, also so etwa paar Mal Neptun-Bahnradiusskalen, herankommt, auf 17 Lichtstunden. Und damit können wir vermessen, wie viel Masse innerhalb von 17 Lichtstunden, das ist unglaublich, vom Zentrum der Fall ist. Und diese Masse sind 4 Millionen Sonnenmassen. Und wenn man mal diese Evidenz sozusagen drüber nachdenkt und auch dann ein paar Berechnungen anstellt, dann ist es klar, da passt nichts mehr anderes rein als ein schwarzes Loch. Ja, also man kann dort keine andere Massenkonfiguration stabil hineinpassen. Und dieses schwarze Loch würde alles verschlingen? Nein, nicht notwendigerweise, denn Sie sehen, diese Sterne bewegen sich ganz lustig um dieses schwarze Loch herum. In der Tat ist es so, dadurch, dass es eben nicht nur einen Stern gibt, sondern Millionen von Sternen, stören sich die Sterne ein bisschen gegenseitig. Das passiert im Sonnensystem auch. Und wir wissen ja, die Kometen kommen aus dem äußeren Sonnensystembereich heraus, weil sie irgendwann mal durch eine Wechselwirkung draußen gestört werden und sind dann zufällig auf einer fast Parabolenbahn, die sie fast in die Sonne reinfallen lässt und fliegen dann wieder raus. Genauso geht es hier, dass sozusagen hier und da mal zwei Sterne draußen sich so stören, dass ein Stern so weit nach innen kommt, dass er ins schwarze Loch auch wieder reinfallen muss. Aber das ist relativ selten. Sie haben die Entfernung angesprochen, das kann man sich in der Tat überhaupt nicht vorstellen. 26.000 Lichtjahre. Ich meine, Sie wollten Archäologie studieren. Wie ist das, wenn Sie sich dahin beamen, so weit entfernt?
Ja, aber das ist doch gar nichts. Das ist ja gestern. Stellen Sie sich vor, also aus der Astronomie-Sicht, wir schauen uns Objekte an und studieren sie im Detail, die vor 10 Milliarden Jahren sozusagen entstanden sind und machen Zeitreisen hin zu diesen weit entfernten Objekten. 26.000 Lichtjahre ist vor der Tür. Ja, also das ist, näher geht es schon fast nicht mehr. Dazu noch mal eine Frage, und die kommt bezeichnenderweise vom Albert-Einstein-Gymnasium in München. Was haben eigentlich schwarze Löcher mit Zeitreisen zu tun, und ist Zeitreisen dadurch vielleicht sogar möglich? Ja, also die Zeitreise, dieser Begriff entsteht in erster Linie wiederum dadurch, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Das heißt, wenn ich ein weit entferntes Objekt habe und ich schicke jetzt, sagen wir mal, eine Nachricht an diesen weit entfernten Stern, dann wird es eine gewisse Zeit dauern, je nach der Entfernung, bis diese Nachricht dort angekommen ist. Ich sagte ja schon, wir schauen uns Objekte an, wo diese Nachrichten vor 10 Milliarden Jahren losgeschickt worden sind. Mhm. Ja? Nicht absichtlich, aber sozusagen die Lichtwellen fingen damals an. Und diese Tatsache, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, gibt der Astronomie automatisch die Möglichkeit, solche Zeitreisen zu machen. Wenn man jetzt in die Umgebung von solchen Objekten sich schaut, wie schwarze Löcher und andere Dinge, wo die Dinge sich sehr schnell bewegen, dann tritt eben ein, dass wenn zwei Objekte sich gegenseitig bewegen, mit hoher Geschwindigkeit, zwar sagen wir mal fast der Lichtgeschwindigkeit, ich habe ja gesagt, schneller als Lichtgeschwindigkeit geht nicht, aber fast der Lichtgeschwindigkeit, dann ist es so, stellen Sie sich vor, Sie haben also hier ein Objekt und hier ein Objekt und die bewegen sich jetzt relativ zueinander und dieses Objekt schickt jetzt ein Uhrensignal an das andere, dann wird dieses Uhrensignal immer länger dauern, die nächste Tick der Uhr, weil dieses Objekt sich während der Zeit, wo das Signal hier rüberläuft, schon weiter bewegt hat. Mhm. Und das heißt, dass dieses Objekt sagen muss über das Objekt, deren Uhr ist viel zu langsam. Selbst wenn man vorher die Uhren sozusagen gleichgestellt hat, muss sagen, die Uhr da drüben tickt langsamer. Allein durch die relative Geschwindigkeit. Das ist noch nicht mal allgemeine Relativitätstheorie, das ist spezielle Relativitätstheorie. Und wenn man jetzt noch eine Beschleunigung hinzufügt, die eben in den Umgebungen eines schwarzen Lochs hinzufügt, dann wird die Zeit oder die Zeitunterschiede zwischen zwei Bezugssystemen, zwischen zwei, wie wir sagen, Beobachtern, einer am schwarzen Loch sozusagen und einer bei uns, auf einmal sozusagen eine Willkür der Kommunikation und dieser Beschleunigung. Kann man das als Forscher eigentlich mit Ihrem Sachverstand immer alles sortieren und analysieren? Oder gibt es da auch Momente, wo man denkt, so, jetzt werde ich verrückt? Ja, nee, also es ist sicherlich so, dass unsere Denke sozusagen, unsere natürliche Art und Weise zu denken, natürlich diese Art der Relativität, ja, der Zeit nicht drin hat. Das heißt also, wir sind durch solche Dinge erstmal verstört. Eine Uhr, wir würden sagen, die Uhr, die Zeit ist doch etwas Absolutes. Absolut ist es eben nicht. Ja? Und unsere Navigationssysteme in den Autos müssen das heutzutage wissen, sonst könnten wir die GPS-Systeme in unseren Autos nicht benutzen, um auf 10 bis 50 Meter genau zu fahren. Ja, die müssen die allgemeine Relativitätstheorie sozusagen eingebaut haben und benutzen, um also diese Korrekturen vorzunehmen. Das heißt also, sobald wir naturwissenschaftlich verstanden haben, was los ist, dann kann man mathematisch sozusagen berechnen, wie die Dinge sind. Und dann kann man auch verstehen, was eigentlich wirklich passiert. Aber sozusagen von der Entfernung her ist es in der Tat so, dass wenn ich mir ein Objekt anschaue, was in ein schwarzes Loch hineinfliegt, dann scheint das für mich immer langsamer zu werden. Obwohl das Objekt selber immer mit derselben Geschwindigkeit oder gar noch beschleunigt hineinfliegt, ist es die Frage sozusagen, wie die Kommunikation zwischen dort und mir stattfindet. Danke.
Verstehe sogar ich. Fühlen Sie sich eigentlich manchmal als Enkel von Albert Einstein? Nein, also den Anspruch würde ich nicht haben. Ich bin in dem Sinne ein Experimentalphysiker, der natürlich die Fragen, die sich aus dieser Art von toller Gedankenarbeit von Albert Einstein und anderen, er war ja nicht alleine, ja, man muss ganz klar sagen, auch er war nicht alleine, ergeben haben, ist eben so fruchtbringend und so interessant, dass sie heute noch 100 Jahre danach die Physik höchst begeistert. Einer meiner Kollegen hat vor kurzem gesagt, dass die allgemeine Relativitätstheorie oder sagen wir mal ganz generell die Gravitation, also die Schwerkraft, als Problem das größte Problem der Physik darstellt. In dem Sinne, wir haben viele Dinge verstanden. Wir haben verstanden, wie die Elektrizität funktioniert, wie Atome zusammenhalten, Kerne zusammenhalten. Aber wir verstehen immer noch nicht, wie die Gravitation auf den kleinsten Skalen funktioniert. Also wir haben, wie wir sagen würden, keine Quantentheorie der Gravitation. Und das koppelt natürlich sofort wieder mit dem schwarzen Loch, weil die kleinsten Skalen sind ja genau die Skalen, auf der die allgemeine Relativitätstheorie in schwarzen Löchern diese Singularität, also diese unendlich hohen Dichten vorhersagen können. Und dieses Problem zu knacken, das versuchen Hunderte von Physikern. Weil Sie gerade sagen knacken, da kommt die Frage von Thomas Kerstan, ob es eigentlich so etwas wie einen Heureka-Moment gab, den Moment, wo Sie wussten, jetzt habe ich es gefunden, jetzt bin ich am Ziel. Auch wenn es nur ein Etappenziel ist. Ja, nee, Etappenziele und solche Momente gab es natürlich in dem Sinne schon. Sicherlich waren wir 1985, wenn ich sagen darf, in Berkeley, um Charlie Townes herum, aufgrund der ersten Messungen schon ziemlich sicher, dass wir sozusagen wussten, da war ein schwarzes Loch. Aber dass wir das wussten und dass wir das sogar in einer Publikation in Nature dann auch noch hingeschrieben haben, bedeutet in der Forschung noch lange nicht, dass es andere auch wissen oder andere auch glauben. Das heißt also, der Überzeugungsprozess ist derjenige, der am Ende am wichtigsten ist. Der zweite Punkt, wo ich sagen würde, da kam man am nächsten einem solchen Heureka-Moment war, als wir nach vielen Jahren Messen von diesen Sternen begannen, auf einmal diesen einen Stern zu sehen, von dem wir schon gesprochen hatten. Was wir überhaupt nicht erwartet hatten, dass es dort Sterne gab, die also so nahe an das schwarze Loch herankamen, dass man sozusagen zack diese Bewegung sehen konnte, sodass man innerhalb von einem halben Jahr auf einmal sah, dass der Stern da sich rumgedreht hat. Und da war die Dichte des Beweises, sozusagen die Stärke des Beweises, dramatisch besser geworden. Und so stark, dass sozusagen also viele in der Physik zum Beispiel gesagt haben, aha, das ist beeindruckend. Also das müssen wir jetzt ernster nehmen. Ja. Vor 2 Jahren wurde ja ein Foto veröffentlicht, das viele als historisch, als revolutionär betrachtet haben. Wie ist Ihre Meinung dazu? Wie sehr hat Sie das fasziniert? Das ist ein wichtiges weiteres Indiz, oft in derselben Richtung, die ich ja schon beschrieben habe, sozusagen. Also ich habe von Sternen gesprochen, die also um das schwarze Loch herum gehen und mit denen man sozusagen messen kann, wie viel Schwerkraft und damit wie viel Masse da ist. Aber auch das Licht bewegt sich, wenn es nah genug ist, auf gekrümmten Bahnen. Und in der Tat gibt es also neben diesem sogenannten Ereignishorizont auch noch einen zweiten charakteristischen Radius, der nennt sich der Photon-Radius, wo also ein Photon, was also so nah herankommt ans schwarze Loch, nicht mehr rauskommt, sondern sozusagen auf einer Kreisbahn rumlaufen muss. Innerhalb dieses Radius fallen selbst Lichtstrahlen eben in das schwarze Loch herein. Und auf nimmer Wiedersehen, ne? Auf nimmer Wiedersehen. Das heißt also, wenn man von außen schaut und sozusagen ein Bild machen würde und das schwarze Loch von hinten beleuchtet, dann sieht man einen Ring von Strahlung. Das sind also diese Lichtstrahlen, die dauernd herumgehen. Wir können es vielleicht als Bild nochmal so nebenher und einblenden. Innerhalb dessen eben hat man also eine Dunkelheit, die durch dieses Hereinfallen des Lichts gegeben wird. Fein.
Die Frage von Siegfried Holzer: Hat jede Galaxie eigentlich ein schwarzes Loch? Gibt es schwarze Löcher, in die schon ganz viele Sterne, das haben wir gerade angesprochen, und Planeten gestürzt und verschmolzen sind? Und gibt es vielleicht Galaxien, die nur aus schwarzen Löchern bestehen? Das sind alles ganz hervorragende Fragen. Also, ich sage immer, die Forschung, die naturwissenschaftliche Forschung in vielen Bereichen entwickelt sich sozusagen in der folgenden Art und Weise. Sie ist wie ein Spaziergang oder eine Wanderung, wenn Sie so wollen, eine Erforschung eines unbekannten Waldes. Am Anfang betreten Sie den Wald, wissen gar nicht, was das ist. Dann sehen Sie die Bäume und sehen Sie auch Blumen rechts und links und so weiter und so fort. Und das ist alles sehr schön. Dann notieren Sie, es gibt rote Blumen, es gibt blaue Blumen. Ja? Also es gibt verschiedene sozusagen Eigenschaften dieses Waldes, die Sie voller Bewunderung sozusagen kennenlernen, aber überhaupt nicht verstehen, warum gibt es denn jetzt blaue Blumen? Dann finden Sie auf einmal, dass die blauen Blumen nur auf der linken Seite des Wegs sind. Dann fragen Sie sich, warum ist denn das? Wie kann das denn sein? Das ist wie im Wald, unserem Wald, wo das Moos nur auf der einen Seite wächst. Ja? Mhm. Da muss es doch eine Erklärung für geben. Ja. Ja? Die Erklärung kennen Sie ja nicht. Es ist, wo das Wetter herkommt im Mittel, wo das Wasser herkommt. Und diese Art des Erforschens sozusagen ist für die Astronomie jetzt der Weg, das Universum kennenzulernen. Und jetzt sagt doch der Herr Albert Einstein, da kann es solche Objekte geben wie schwarze Löcher. Dann ist also der erste Schritt zu forschen, gibt es die denn? Und ich habe Ihnen also berichtet, 100 Jahre hat es gedauert, bis wir jetzt mit einiger Sicherheit sagen können, aus verschiedenen Evidenzen und immer besser, ja, diese Objekte gibt es. Also bis Sie das eigentlich verifiziert haben. Jetzt kommt die nächste Frage. Also ich wollte jetzt sozusagen auf das eingehen, was Sie sagen. Jetzt kommt die Frage, wozu sind die denn gut? Warum hat die Natur und wie häufig sind die? Was war ihre Rolle? Und das ist etwas, was wir natürlich auch gesehen haben jetzt in den letzten 20 Jahren, dass wir in der Tat auf dem Wege sind, sagen zu können, dass praktisch jede Galaxie ein schwarzes Loch hat, dass die Entstehung der schwarzen Löcher, der massiven schwarzen Löcher und der Galaxien in dem Sinne zusammengekoppelt sind in ihrer kosmologischen Entwicklung. Das heißt, als die ersten Galaxien entstanden vor etwa 12, 11 Milliarden Jahren, da entstanden auch die ersten schwarzen Löcher. Und das ist ein symbiotisches Verhältnis, sozusagen die einen wachsen und die anderen auch. Aber wehe, wehe, wenn du das schwarze Loch zu stark fütterst, dann fängt das schwarze Loch an zu strahlen und Unsinn zu machen. Und das kann die Galaxie dann wiederum beeinflussen, möglicherweise gar zerstören. Und diese Effekte, wenn Sie so wollen, das sind jetzt Effekte der Biologie im gewissen Sinne innerhalb des Systems, es sind auch da. Kann man darauf Einfluss nehmen? Kann man darauf Einfluss nehmen? Nicht wir. Die Natur kann darauf Einfluss nehmen, indem sie sozusagen jetzt aufgrund ihrer Naturgesetze es möglich macht, schwarze Löcher wachsen zu lassen oder nicht wachsen zu lassen, relativ zu den Galaxien. Aber das ist natürlich ein Vorgang, der durch sehr komplexe Physik kontrolliert wird, nicht durch den Wunsch von irgendjemand. Sie haben gerade was über die Entstehung der schwarzen Löcher gesagt. Es gibt ja die Hypothese, dass die schon kurz nach dem Urknall entstanden sind. Und Roderich Rüger fragt, was Ihre Meinung dazu ist. Also die schwarzen Löcher, wir kennen im Moment definitiv zwei, wenn Sie so wollen, Spezies, zwei Formen von schwarzen Löchern und wissen, wie die entstanden sind. Die einen, das sind die sogenannten stellaren schwarzen Löcher. Die haben eine Masse zwischen, sagen wir mal, 8 bis etwa 40, 50 Sonnenmassen und sind ein Produkt der Sternentwicklung selber. Das heißt also, wenn Sie Sterne sich anschauen, dann gibt es unsere Sonne mit einer Sonnenmasse, aber es gibt auch Sterne mit 100 Sonnenmassen. Die sind relativ selten, aber sie gibt es. Und weil die Energieproduktion sehr viel schneller ist bei schweren Sonnen, erschöpfen die ihre Fusionskraft sozusagen in viel kürzerer Zeit. Unsere Sonne lebt ja bereits jetzt schon 5 Milliarden Jahre und kann wahrscheinlich noch weitere 4 Milliarden Jahre sozusagen weitermachen. Aber ein 100-Sonnenmassen-Objekt lebt nur einige Millionen Sonnenmassen. Und am Ende
ist nichts mehr da, was die Gravitation aufrechterhält. Und dann stürzt das Ding in sich zusammen und produziert eben ein stellares schwarzes Loch, also sozusagen eine Sternenleiche. Das ist die eine Art. Die schweren schwarzen Löcher, die massiven schwarzen Löcher, über die haben wir ja vorhin gesprochen, die in Zentren von Milchstraßen langsam wachsen, zusammen mit der Galaxie. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit jetzt, dass es auch andere Objekte gibt, die wir noch nicht im Einzelnen wirklich gesehen haben, die bereits, möglicherweise gar sehr kleine schwarze Löcher, die bereits sehr früh im Urknall bereits entstanden sind. Und das ist durchaus eine interessante, aber im Moment noch sehr spekulative Frage. Bin ich sicher, dass die Astronomie sehr viel Energie in den nächsten Jahrzehnten darauf verwenden wird, so weit zurückschauen zu können, um zu fragen, wann sind denn die ersten schwarzen Löcher entstanden? Also es bleibt ein Mysterium und ein Faszinosum. Wir haben eine Frage sogar aus Tokio bekommen. Da ist es jetzt tief in der Nacht, von Professor Baron. Der will wissen, wo die Zeit entsteht. Wir haben ja schon besprochen, wie relativ die Zeit ist und wie schwierig eigentlich zu bemessen aus unserer Sicht, wo sich die Quelle der Zeit befindet und wenn ein schwarzes Loch offensichtlich die Zeit beeinflussen kann, wie ist das zu erklären? Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, aber wir haben darüber gesprochen und ich würde auch da sehr vorsichtig sein wollen. Dadurch, dass, wie wir ja diskutiert haben, bereits schon in der speziellen Relativitätstheorie, die in dem Sinne, sagen wir mal, einfach zu verstehen ist, ja, weil es sich nur um die Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit handelt. Bereits dort ist die Zeit im einsteinschen Sinne relativ. Ja, haben wir diskutiert. Genau. Das heißt also, wenn ich sage, meine Uhr sagt, es ist jetzt so und so viel Uhr, dann ist auf einem anderen, der mit einer Rakete fliegt, die sehr schnell ist, eine andere Zeit. Und dadurch wird die Zeit in dem Sinne absolut gesehen unsinnig. Und wenn man dazu jetzt noch die Beschleunigung hinzufügt, die die Zeit noch weiter beeinflussen kann, dann in der Tat, muss man sagen, wird die Zeit im spezifischen Sinne ein bisschen unsinnig und möglicherweise auf der Mikroskala auch nicht mehr linear. Denn es kann sein, dass wenn man mal irgendwann mal in den nächsten 50 Jahren eine Quantentheorie der Gravitation hat, dann wird sicherlich die Frage zu stellen sein, ob die Zeit in dem Sinne eine lineare Funktion ist oder ob sie selbst quantisiert ist. Mhm. Aber das sind Spekulationen, die wir im Moment... Ja. Bringt uns zu der Frage, also das, was Sie erzählen, wirft ja ganz viele Fragen auf, wirft fast mehr Fragen auf, als es Antworten generiert. Das ist ja auch das Spannende an Forschung oft, ne? Was ist eigentlich die Auswirkung auf unser Leben, die Ihre Forschung hat? Eine Frage, die sich eigentlich jeder Forscher stellt, ne? Die Frage, die sich jeder Forscher stellt. Nun gut, ich meine, ich würde als erstes mal sagen, die Forschung hat in der Menschheitsgeschichte immer zwei Antriebe gehabt. Die eine ist die Neugierde, die hatte ich ja schon geschildert. Ja, der Gang durch den Wald. Und auf einmal, da können Sie dazu zählen, das Feuer. Ja, also sozusagen irgendwann mal hat der erste Mensch gesehen, hups, da kommt ein Blitz und dann geht Feuer. Und dann die Frage, aha, und was, wie, warum und so weiter. Ja, aber dann kommt natürlich die zweite Frage dahinterher, wie kann ich mir das zunutze machen? Ja, und ich denke, wir müssen klar sehen, dass beide Elemente unheimlich wichtig sind. Wir können nicht unterscheiden zwischen Dingen, die nützlich sind und deshalb geforscht werden müssen, und anderen Dingen, die offensichtlich sagen wir mal, uns jetzt nicht berühren. Also in dem Sinne sozusagen das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße wird uns wenig antun, ja, hier auf der Erde, so hoffen wir und sind uns ziemlich sicher. Also forschen wir es nicht. Nee, im Gegenteil. Ich hatte vorhin Charlie Townes erwähnt. Townes hat den Nobelpreis bekommen für die Entwicklung des Masers und des Lasers. Das ist für heute, für jeden gebildeten Menschen ein klares Wort. Wir wissen, ein Laser ist ein starker Lichtstrahl, den kann man in der Industrie benutzen, um ein Stück Stahl zu schneiden. Man kann ihn in der Medizin benutzen, um Operationen zu machen, Augenoperationen und so weiter und so fort. Er ist also in dem Sinne viel anwendbar. Townes hat den Laser sozusagen nur
sozusagen in dem Sinne gemacht, weil er brauchte eine Lampe. Er wollte damals verstehen, wie Moleküle, kleinste Moleküle funktionieren, und dazu braucht er eine Lichtquelle im Millimeter, Submillimeter-Bereich, und da gab es keine Lichtquelle, und er hat dann im Endeffekt den Meser, der die, also sozusagen die langwellige Version des Lasers ist, erfunden, um sich eine solche Lichtquelle zu erschaffen. Und die Anwendung kam viel später. Das heißt, also die Anwendung ist eine Sache, die kann kommen, ist natürlich manchmal besonders bedeutsam. Also wir haben das offensichtliche Beispiel an uns im Moment alle selber, ja, in der Virusforschung. Aber ich würde sagen, das Verstehen ist der Urantrieb. Ja? Und im gewissen Sinne ist ja auch die Faszinierung der Menschheit am Universum, auch an schwarzen Löchern, in dem Sinne ein deutliches Zeichen, wie interessant das alles für uns ist. Also wirklich so, was die Welt im Innersten zusammenhält, genau, das ja. eine. Und andererseits, wie Sie jetzt sagten, wirklich so ein Plädoyer für die Grundlagenforschung, immer mit dem, ja, oder nicht wissend, was kommt dabei wirklich raus. Also nicht zielorientiert oder nicht wirklich anwendungsorientiert, aber natürlich glücklich darüber, wenn man dann neue Erkenntnisse, die segensreich sind, gewinnt. Wie war das für Sie, als Sie 86 nach Garching kamen, als dieser Ruf kam? Und wie ist jetzt für Sie dieser Standort? Direktor eines Max-Planck-Institutes, sind Sie da so ein bisschen im Forscherhimmel, wenn Sie das vergleichen mit Amerika? Absolut. Ich würde so sagen, ich meine, wenn wir waren, wie ich schon gesagt, ich hatte natürlich vielleicht mehr Informationen als viele andere, weil durch meinen Vater wusste ich, wohin ich gehen würde, wenn ich zurück nach Deutschland gehen würde, nicht im Detail. Und ich kannte die amerikanischen Verhältnisse, und Amerika war toll. Meine Frau und ich haben damals in den Wochen, in denen wir die Entscheidung getroffen hatten, zusammen viele Listen produziert, und die hatten viele Einheiten. Und die waren also durchaus sehr gespalten. Amerika war wirklich toll. Aber es war klar für mich, dass die Max-Planck-Gesellschaft mir Möglichkeiten geben würde, Risiken einzugehen in der Forschung, die normalerweise in der Forschung nicht möglich sind. Und das System der MPG in dem Sinne ist welteinzigartig. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht auch Kritik daran haben könnte, aber es ist eben toll in den Bereichen, wo man lange risikobehaftete Dinge angehen möchte, die, wenn sie dann funktionieren, auch große Fortschritte bringen können. Und dafür bin ich der MPG wahnsinnig dankbar. Also nicht gewinnorientiert wie vieles in den USA? Ja, kurzatmiger. Denn viele Dinge, also ja. Wir könnten jetzt durchgehen durch die verschiedenen Stufen der Fortschritte, die wir gemacht haben in unseren Forschungen. Da kann ich in mehreren Stufen zeigen, dass wir an mehreren Stellen sozusagen hätten scheitern können, weil die Kollegen, die das hätten beurteilen müssen, gesagt hätten, bloß kein Geld dahin, das wird nicht gehen. Ja? Also es ist natürlich immer eine Schwierigkeit zu entscheiden, wen soll man denn Geld geben, damit er was macht. Aber und die normale Forschung arbeitet eben auf dem Prinzip einer Verteilung von Grants, die also nach bestem Wissen und Gewissen beurteilt werden. Aber die MPG hat eben das tolle zusätzliche Element auch noch sozusagen zu sagen, wir trauen diesem Forscher oder dieser Forscherin mal zu, in eine Richtung zu gehen. Ich habe gelesen, dass Ihr Etat mal dem entsprach, was der FC Bayern an Geld für seine Spieler hat, um Spieler zu kaufen. Ist das noch aktuell? Ah, das weiß ich. Was hat denn der FC? Was waren das, 200 Millionen? Nein. Also man muss jetzt natürlich fragen, was meinen Sie mit Etat? Also der Personalhaushalt plus den instrumentellen Dingen, die wir an unserem gesamten Institut machen, also nicht nur bei uns, sind einige 10 Millionen. Also die Zahl war jetzt ja auch nicht, also da müsste ich jetzt hier nochmal Faktenfuchs machen, die ist mir in Erinnerung geblieben, aber die kann eigentlich so auch nicht stimmen. Nee, ich glaube, auf der Ebene können wir nicht mit Bayern München.
Nee, aber Sie sind, wenn man jetzt mal das Pokal aus gestern der Bayern, verfolgen Sie sowas eigentlich? Ja, durchaus. Ich habe es mir dann gestern nicht so gemutet, weil die Kieler waren doch sehr gut und ich war müde. Also. Okay, nee, aber wenn man das mal ausblendet, aber so ist es dann doch vergleichbar. Ihr Status, die Astrophysik in Garching, ist sowas wie der FC Bayern in der Champions League? Also ich würde schon sagen, dass Garching insgesamt, wenn man also jetzt die Max-Planck-Institute, die Universitätsinstitute der beiden Münchner Universitäten und die ESO zusammenzählt, das ist eine der weltweit größten, also ich will jetzt nicht sagen die größte, aber weltweit größten und besten Astrophysik-Forschungsbereiche der Welt. Ja. Zahlt sich das aus im Wettbewerb um die besten Köpfe? Ja, oft tut's das. Wir müssen natürlich auch klar sehen, dass was mich antreibt und auch immer angetrieben hat, war eben die Möglichkeit, Forschung zu betreiben. Mhm. Und das gilt für viele andere auch. Aber es kann nicht für jeden gelten. Es gibt auch andere. Und die Gehälter, die wir im deutschen Verbund natürlich zahlen, sind in dem Sinne nicht Champions League. Das heißt, es gibt durchaus Kolleginnen und Kollegen, die man gerne gewinnen würde, aus angelsächsischen Ländern, die dann sagen, also das Gehalt ist mir nicht ausreichend. Das ist eine Entscheidung Deutschlands und ich will nur sagen, ich bin da voll auf der Entscheidungsseite der deutschen Gemeinschaft, das so zu handhaben und lieber Geld also auch in der Hand des Staates zu haben, um dann Dinge zu tun, die allen zur Verfügung stehen. Aber wie Sie wissen, in Amerika ist es anders. Dort wird das Geld auch an den Universitäten eher in die Gehälter der Top-Manager und der Professoren gegeben und dafür aber dann die anderen, ich will jetzt nicht sagen, gucken in die Röhre, aber haben also ein schweres Leben. Mhm. Wie sehr haben Sie gelitten angesichts des Amerikas in der letzten Regentschaft, die in wenigen Tagen vorbei sein wird? Na, ist ganz schlimm. Also man muss sich sicherlich fragen, wie lange Amerika brauchen wird, um da wieder rauszukommen. Wie ich ja schon sagte, die Tatsache, dass auf der einen Seite sozusagen sehr viele superreiche Leute da sind, die sich dann noch selber die Steuern wegschieben. Und auf der anderen Seite aber Menschen, auch an der Universität in Kalifornien, ohne Kurzarbeit bereits nach wenigen Wochen letztes Jahr entlassen worden sind. Ist mir einfach unverständlich. Von der reinen Finanzierung ist klar, ich meine, die Universität auf Kalifornien ist eine Public University, aber sie kann sich nur finanzieren über die Studiengebühren. Es gibt keine öffentlich finanzierten großen Universitäten in den USA. Ja? Also selbst die Privatuniversitäten sowieso nicht, wie Harvard und Caltech und so weiter, aber die University of California, die ja die berühmteste ist von allen, mit 17 sozusagen Unteruniversitäten, hängt davon ab, dass sie zahlende Studenten haben und die können es sich nicht leisten, sozusagen, dass ihre Studenten nicht kommen können. Und das war der Fall. Und damit entfällt die Einnahmequelle und damit entlässt man die Leute. Also es ist klar, dass es das eine Frage des Entwurfs einer Gesellschaft ist, wie viel sozial Gemeinsamkeit man hineingeben will und wie viel man sozusagen nach reiner Leistung vergibt. Herr Gensle, das Soziale ist das eine. Das andere, was wir erlebt haben jetzt in der Ära Trump, ist oft ein großes Misstrauen gegenüber wissenschaftlichen Fakten. Stichwort Fake News. Wie sehr treibt Sie das um? Ja, schlimm. Ganz schlimm. Weil es ja ganz klar ist, dass ein Absolutismus der Wahrheit ist sowieso eine ganz schwierige Sache. Auch in der Wissenschaft.
Ja, also wir reden jetzt hier über Einstein. Mhm. Gut, klar. Mhm. Da gibt es also ein Beispiel, wo man sagen kann, da gibt es eine Theorie, die also nach 100 Jahren und so weiter und so fort. Aber es gibt auch viele andere durchaus akzeptierte und als bedeutsam erachtete Wahrheiten gegolten haben in der Forschung, die sich dann nachher, die nachher korrigiert werden mussten. Und in der Tat, das Prinzip der Naturwissenschaft zumindest ist es, dass jede Form von Theorie oder Wahrheit in dem Sinne nur temporär gelten kann und verbesserbar ist. Also Kontroversen und Streit sind wichtig. In der Tat, das ist sozusagen die Diskussion. Kontroverse, Streit ist dann schon schlimmer, also weil Streit ist ja dann schon eine mehr emotionale Sache, die man hoffentlich nicht haben möchte, aber also kontroverse Diskussion, die muss sein. Also auch zum Beispiel jetzt mit den verschiedenen Maßnahmen. Da gibt es keine Schwarz-Weiß-Situation. Man muss aber einen Stil haben, mit dem man diesen kontroverse Diskussion zu einem positiven, dann akzeptierten Ergebnis führt. Und man braucht natürlich für den Bürger auch eine Art von Navigation, weil wenn man Debatten hat, also Stichwort Virologen, ja, und da gibt es auch unterschiedliche Positionen, wer erklärt dann, woran ich mich orientieren kann? Also es ist durchaus eine schwierige Frage. Und je komplexer die Gesellschaft wird, und unsere Gesellschaften werden immer komplexer, die Fragen, die Entscheidungsfragen werden komplexer, die können auch dann von, sagen wir mal, halbgebildeten oder sogar sehr gebildeten Menschen durchaus nicht alle verstanden werden. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht, dass sozusagen nur noch mehr die Experten alles sozusagen diktieren. Das ist keine einfache Aufgabe. Nur was Trump und et al. Geschafft haben, nämlich zu sagen, es gibt überhaupt keine Form von akzeptierter Wahrheit, ist katastrophal, weil diese Relativierung natürlich dann zu einer Beliebigkeit führt, von der Beliebigkeit von allem. Ja, es kann alles angezweifelt werden, auch ob jetzt eine Wahl irgendwie stattgefunden hat oder nicht. Und ich meine, wir sind noch nicht durch. Das kann dann zum Krieg führen. Also das ist für mich unverzeihlich. Starke Appelle. Ich möchte mal zu Ihrem Preis zurückkommen kurz. Den teilen Sie sich, und zwar mit Herrn Penrose und mit Frau Gies. Das Foto haben wir auch vorbereitet, um die nochmal zu sehen. Wie wichtig ist das für die Astrophysik oder überhaupt für die Forschung, dass hier auch mal eine Frau prämiert wurde? Jetzt unabhängig von der Leistung. Ich will jetzt hier keine Klischees, unabhängig vom Geschlecht. Ich will hier keine und wahrscheinlich von der tollen Leistung. Wie sieht das an Ihrem Lehrstuhl aus, beispielsweise mit Frauen? Ja, also bei mir war es natürlich so, es ist wohl bekannt, dass in allen Ländern, allen westlichen Ländern, und in Deutschland war es da keine Ausnahme gewesen, gerade in den Naturwissenschaften und insbesondere in der Physik und Ingenieursforschung, die Anteil der Frauen in der Vergangenheit eher vernachlässigbar war. Als ich hier angefangen habe in München als Direktor, hatte ich in den ersten wenigen Jahren keine einzige Studentin und keine einzige Postdoktorandin. In den 80ern. Und, aber man kann nur an dem Problem arbeiten. Und es ist ein gemeinsames Problem, was nicht nur von einer sozusagen Universität gelöst werden kann. Das geht ja schon in den Kindesjahren los. Ich bin unheimlich stolz, dass wir an unserem Institut heute, in meiner Gruppe sind es etwa 40%, im Institut insgesamt sind es vielleicht 25-30% weibliche Forscherinnen und Forscher haben. Ja, und eine Direktorin von vier Direktoren. Also ich finde, das ist toll, und daran müssen wir weiter arbeiten. Und Andrea Gess ist eine wunderbare Kollegin, und ich freue mich, dass sie den Preis gewonnen hat. Und diese 40% Frauen, das wirkt sich auch aus auf das Klima, auf die Kultur und befeuert alle. Absolut. Ich würde sagen, in vielerlei Hinsicht ist die Führungsqualität von vielen Frauen sehr viel ausgeprägter und besser für gerade im Team als den Alpha-Männchen, die gerne sozusagen in der Gegend tropft und große Sprüche klopfen. Sagt ein Nobelpreisträger, der mit einer Professorin verheiratet ist, Kinderärztin und zwei Töchter hat, die beide in der Forschung sehr erfolgreich sind. In zwei Sätzen, was machen Ihre Töchter? Beide im erweiterten Sinne Neuroforschung. Meine jüngere Tochter, die
Professor in Holland ist, in Nijmegen, beschäftigt sich mit der Frage des Schlafens und Memory und Learning und so weiter. Und meine andere Tochter hat bis vor kurzem erforscht, wie sich Fledermäuse miteinander unterhalten sozusagen und wie man überhaupt die Gehirnprozesse dort verstehen kann. Und meine Frau ist eine Neonatologin, die also für viele, 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 viele Jahre sozusagen ganz, ganz kleine Frühchen auf die Welt gebracht hat und sie gesund in ihre Zukunft gebracht hat. Sehr schön. Bringt uns zur letzten Zuschauerfrage und die kommt von Ihnen, Frau Dr. Isabel Leicht. Was haben Sie, Herr Professor Genzel und Ihre Frau, wie haben Sie es geschafft, beide eine anspruchsvolle und erfolgreiche Karriere zu verfolgen und dann diese beiden Töchter auch erfolgreich auf den Weg zu bringen? Ja, also ich meine, ich würde sagen, es war sicherlich nicht immer einfach, aber wir fingen ja an in den USA und dort war es klar, dass sozusagen eine Kinderbetreuung in dem Sinne außerhalb der Familie, wir hatten ja auch keine Verwandten dort, natürlich ist und auch in Amerika damals bereits voll akzeptiert war. Das heißt, das ging nur über ein sozusagen ein Kita, wie wir heute sagen würden, ein Kinderhort, sehr, sehr früh. Ich weiß dann, als wir zurückkamen, dass durchaus meine Frau immer mal wieder auch mir erzählt hat, wie böse Worte wie das Wort Rabenmutter, nicht das ist nur in Deutschland, gefallen hat. Das war also sicherlich etwas, was in dem Sinne in Deutschland solche Arten von gemeinsamen Karrieren sehr, sehr erschwert hat. Es ist ganz klar, es muss im Verbund gehen, wenn sie, gerade als Ärztin, hatte sie sehr, sehr viel Nachtschichten. Ja, dann musste ich halt früh aus der Universität raus. War auch nicht immer einfach, weil natürlich auch die Kultur um Charlottetown herum war eine rein männliche Kultur, bis auf wenige, die gesagt haben, was, du gehst schon um fünf? Das heißt also, man muss durchaus auch akzeptieren, dass es da also auch Kritik gibt. Aber ich glaube, wir haben das damals ganz gut gemacht. Das heißt, Sie waren als Vater auch wirklich immer präsent? Immer präsent, weiß ich nicht. Dadurch, dass ich natürlich als Astrophysiker, beobachtender Astrophysiker, oftmals auf ein- bis zweiwöchigen Beobachtungstouren war. Da war man natürlich also auch mal oft weg. Aber trotzdem, wir haben also das zusammen gut geschafft. Und wir haben uns natürlich auch bemüht, das Interesse, das intellektuelle Interesse unserer beiden Töchter früh zu erwecken. Also Vorlesen war immer ein Muss und auch Fragen zu beantworten und so weiter und so fort. Natürlich, es gab sicherlich hier und da mal auch Stunden und Tage, wo die Kinder vielleicht gesagt haben, warum haben wir keine Mutter und Vater, der dauernd für uns da ist. Aber wir haben es geschafft. In Deutschland war das dann teilweise etwas schwieriger natürlich, weil eben diese Kultur war. Aber dann sind unsere Töchter beide sehr früh, und das ist bewundernswert, sehr früh unabhängig gewesen und haben das dann auch selber in die Hand genommen. Klingt nach einem schönen Role Model, nach einem schönen Familien-Role Model. Herr Professor Genzel, jetzt sind Sie ein echter 68er, Sie sind 68 Jahre alt. Sowas wie Rente ist ein absolutes Fremdwort für Sie. Sie haben mal gesagt in einem Interview, dass Sie im Sattel sterben wollen, also sprich bei der Arbeit, klingt ein bisschen wie John Wayne. Was gibt es denn jetzt zu entdecken in der nächsten Zeit oder was sind Ihre großen Projekte für die nächste Zeit? Nein, wir haben Großes vor, wir haben leider durch Covid jetzt etwas verlangsamt, muss ich sagen, mit der ESO drei große Projekte. Eines ist diese Interferometrie, die ich vorhin beschrieben habe, nochmal um Faktor 100 zu verbessern, was also weltweit einzigartig ist. Und eines, um das erste große, riesengroße 40-Meter-Teleskop mit einem Instrument zu bestücken. Also wenn mir das gelungen könnte, am Ende meiner Karriere mit meinem Team zusammen das zu tun, dann haben wir die Ehre sozusagen, das erste 40-Meter-Teleskop der Welt zu benutzen und das wäre schon toll.
Haben Sie da eine Zeitvorstellung? Oh ja, natürlich. Also die ESO arbeitet da ganz hart dran. Die deutsche und europäische Industrie arbeitet hart dran. Also da wird überall dran gewerkelt. Der Berg ist schon fertig. Die Fundamente sind schon fast fertig. Im Moment wird die Struktur sozusagen gebaut und soll dann nach Chile kommen. Und wenn wir Glück haben, werden wir vielleicht 26 das Teleskop am Laufen haben. 2026. Das heißt also, es sind noch fünf, sechs Jahre. Ja. Das wird so gerade gehen, wenn ich gesund bleibe. Fällt noch bleibe. In Ihre Amtszeit, oder? Gerade so, wenn ich noch es schaffe. Weil einer Ihrer Vorgänger, Nobelpreisträger Hensch, hat durchgeboxt, dass Sie alle länger im Amt bleiben dürfen, mit den entsprechenden Meriten. Und unser Präsident hat das also unterstützt. Auch, ich bin da wahnsinnig dankbar. Aber man muss klar sagen, das kann nur gehen, wenn man gesund ist. Also da darf zu versuchen, weiterzumachen, wenn man es nicht mehr kann, dann muss man auch es schaffen. Ich hoffe, dass ich das tue, zu sagen, okay, da muss jemand anders machen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, dass Sie so gesund, so neugierig und so begeistert und begeisternd bleiben. Und ich habe jetzt auch in diesen 90 Minuten gelernt, wie relativ Zeit ist. Sie ist echt verflogen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute für Sie und für Ihre Familie. Und eins wissen wir, Sie fallen definitiv nie in ein schwarzes Loch, sondern Sie haben immer was zu tun. Und jetzt schleichen wir uns hier raus nochmal mit schönen Bildern aus himmlischen Sphären, Milchstraße, Sternentanz und so weiter. Und bedanken uns bei Ihnen allen für Ihr Interesse, für Ihre klugen Fragen, für die Neugierde und hoffen, dass wir Sie auch noch weiter angefeuert haben heute. Herzlichen Dank, Professor Reinhard Genzel. Vielen Dank, Frau Heller.